Mayan, es sind Lisa Junius, ich bin in Atelier am 1535 zu Dayverding am 118 am Gebäude. Meine Arbeit ist multidisziplinär. Ich meine viel Verschiedenes, unter anderem Keramik, ich male Bilder, ich meine Fresken, ich meine Tapien. Wie gesagt, vieles Verschiedenes. Ich würde gerne experimentieren und neue Materialien kennenlernen. Und ich probiere meine Welt und meine Arbeit auf verschiedene Bereiche heranzubringen. Meine Welt besteht im Moment hauptsächlich aus blauer Weiß. Meinst du, vermischt sich noch ein kleiner Anfang dran, mit das wirklich blauer Weiß. Es sind Frauen, den Himmel, die Sterne, das Universum. Und das am Anfang eine Art Traumwelt, eine Welt, wo ich frei ist, eine Welt, wo ich drehen kann, wo kalm ist und aber irgendwie eine Art Power dran ist. Das war jetzt so, wo das entstanden ist. Mit Konjas etwas, wo schon immer in meinem Leben dran war. Meine Mama ist ganz kreativ. Mein Bob, also verstorben, mein Heva Mola, das ist Jean-Pierre Junius. Vielleicht könnt die blaue Farbe ein bisschen davon, wenn wir hier im Bild hängen, dass das Sibelius, da war auch der Mond und so dran. Weil das ist die Sache, die mich mein Leben lang begleitet hat. Und dann hier nur war ich am Lycée auf einer Sektion E. Schon hier nur Art Plastik studiert, schon eine Master und Recherche. Das hat sich dann ein bisschen so entwickelt. Die blaue Farbe war effektiv wirklich immer umweh. Der Stil, das ist eine Sache, die sich ein bisschen so entwickelt. Wie da im Stern ist, ist schwer zu suchen. Also am Anfang wollte ich schon immer Künstler sehen, auch schon als Kind, das ist natürlich so ein Traum. Wie ich studiert habe, war die Idee am Anfang dann Kunstprof zu gehen, mein Master geht das dann noch. Wie ich dann nur Master am Gang war, habe ich dann angefangen, Keramiken auf der Seite zu machen. Und so kleine Sachen, wo ich mal gedacht habe, wo vielleicht Licht während zu verkaufen, wo vielleicht den einen oder den anderen kein kaufen. Da habe ich mir dann einen Online-Shop gemacht. Aber wie dann die erste Keramik verkauft genossen, da hat für mich die Decision geholt, dass ich das da riskieren und dass ich das dann anfangen will als Beruf machen. Und da hatte ich dann schlussendlich auch gar kein Dut. Das ist schon mal einfach geschmeidet worden. Voilà. Inspiration ist also immer die größte Frage, wo gestaltet geht. Das ist schwer zu so mit Schmengen. Ich lese viel. Und könnt viel von Bichat, könnt viel von Folklore, selbst für mich im Moment viel interessiert. All Geschichten, all Mythologien, all Rituale noch. Das ist manchmal, wo der Moment wirklich zu finden ist an meiner Kunst. Aber dann ist so, voilà, Ecofeminismus, das sind so mehr so theoretische Sachen und dann natürlich auch Künstler. Also ich meine, ich habe ein Projekt für mich selber und ein Projekt für andere Leute, das ist für Klienten sozusagen. Weil wirklich etwas Neues für mich war, war für die Kufas Urban Art, wo ich eine große Fresk gemalt zu Asch. Das ist eine Fassade von einer Schule am Anfang. Es war eine Challenge für mich, aber es war, also das hat wahrscheinlich eine Experience, wo ich mich immer wieder daran erinnere. Da sind auch Sachen, die ich für mich selber mache, wo ich mal eine Challenge selber stellen. Zum Beispiel, ich habe einen Tapi gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe aber gemacht, das ist nicht perfekt. Das ist eine Sache, wo ich extrem froh bin. Ich habe ein Tarotspiel selber publiziert. Wo ich so und dadurch ein bisschen stolz auf mich bin, dass mich getraut so, weil das war viel zu suchen. Ich habe noch Fehler gemacht, wie immer. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und das hat dann auf jeden Fall geklappt. Projekte in der Zukunft. Wie gesagt, ich will immer experimentieren und neue Sachen probieren, kennenlernen. Ich habe noch eine Stage gemacht am Vitreu. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Projekt, aber ich meine, das ist eine ganz neue Technik, die mich interessiert, wo ich wirklich gerne will. Ich kriege so ein Projekt da dran machen. Und dann bische Illustrationen auch schon weiter gehen. Ja, also wie ich angefangen habe zu verkaufen, weil er das so damit kann ich dann, wenn es gut geht, leben. Ich habe mir nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe noch nicht allzu viel, weil ich schon am Anfang nicht ganz viel Ahnung von Entrepreneuriat, am Anfang überhaupt kein. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich meine, in Normalen, ich habe angefangen, Etsy-Shop, da läuft alles automatisch. Es gibt viele Plattformen, wo ich nicht wirklich etwas kennen muss, wo ich Sachen verkaufen kann, wo das dann wirklich klappt. Da habe ich mich dann ein bisschen dran developiert sozusagen. Ja, mit der Zeit habe ich dann ein bisschen gelernt, mit auch Social Media zu schaffen. Natürlich schon hauptsächlich schon Instagram. Es sind so Plattformen, die gratis sind. Instagram ist gratis, wo ist ja super gratis. Ich habe schon einfach davon profitiert. Das ist nicht schwer, ich brauche wirklich kein Diplom für so Sachen zu machen. Weil mit der Zeit habe ich mich dann einfach gelernt. Ich habe viele Fehler. Ich verliere suchen, ich gehe suchen aus. Voilà. Aber irgendwie gucken, statt dass irgendwie halb abgeht.
ich fand, da den, wann ich etwas will, ist immer so nein. Anfang, wenn ich will, ich etwas machen als Beruf oder auch nicht als Beruf. Wenn ich wirklich will, dann muss ich schaffen dafür. Es könnte nicht vom Himmel gefallen mehr. Es klappt wahrscheinlich irgendwas. Wenn ich einfach weitergehe, dann ich Schritt noch mehr nachher. Also ich habe noch einen Schritt noch mehr gemacht und ich gebe so ein, ich sehe noch, voilà, noch immer halt. Und ich meine, wenn ich wirklich etwas will, als egal welchen Alter, ich kenne Leute, die sind furchtbar jung, die sind furchtbar talentiert. Muss ich ein bisschen in sich leben und dann klappt das schon. Also ich fand es vor allem für die Jungen immens wichtig, dass die Kommunikation, ich kriege nicht, ob ich viel um mich mache, ich weiß nicht, wie es früher ist, ich kann das nicht wirklich anschätzen. Aber gesehen ist, dass die Kommunikation immer mehr entsteht von den verschiedenen Berufen, die es gehen an der Kreativwirtschaft. Und ich meine, unendlich viele Berufe, weil verschiedene Leute kreieren ihren eigenen Beruf. Und die Jungen fanden sie von einer Premium, von einer Tresium und so weiter kommen und das studieren. Ich studiere und ich habe keinen Schluss, ich mich direkt. Fand ich immer das Wichtigste gesehen, weil ich nicht überhaupt kann man und dass ich nicht kann man. Dass es nicht schön die Hauptberufe gehen, die klassischen Berufe. Weil eine Diversität ist wichtig. Ja, der 1535, das ist mittlerweile eine ziemlich große Institution, wenn ich das so kann sagen. Man hat Leute verschiedene Kreative, die hier arbeiten, Leute verschiedene Bereiche. Geht noch mehr groß. Nächstes Jahr gebe ich so ein. Ich persönlich fand nicht wirklich flott. Hier Raum können zu haben, einfach wo ich mich selber kann defilieren und wo ich dann einfach in Kontakt ziehe mit anderen Leuten, die Sachen machen, von denen ich nie habe sehen oder nicht wusste, dass ich das kann. Da gibt dann auch Inspiration und da geschehen noch Kollaborationen. Ich bin am 1535 gelandet, weil mein Kollege von Deferding ist. Und da waren wir eigentlich auf Pro de Wert gekommen, weil er mich direkt postuliert. Ein Wochtop hatte schon den Okay und da war ich direkt so schnell ausgegangen. Also, das ist nicht mehr da. Ne? Den ersten Eindruck, den ich hatte, dass wenn ich einen Tag André oben rauf könnte, sind die Hölzen, die Hölzenatelier. Und dann die andere Seite ist die Betonszielen und noch Job am Anfang am Boden, weil den Atelier-Feeling gibt, wo ich wirklich direkt lasse, so, hier kann ich loslegen. Und aber die Hölzer fand ich dann ein bisschen warm. Und den Mix fand ich da flott, so industriell und dann aber so neu. Es geht einem wirklich Lust, dann halt zu schaffen. Das nächste will ich nicht einfach packen, da muss ich ganz gut aufpassen, wie in einem richtigen Büro. Mit den anderen Lokatoren, also dann fand ich ganz interessant, weil mittlerweile fand ich, sind da so viele durch. Ich kenne sie nicht alle, es changiert immer, es kommen immer neue. Natürlich man immer neue Konnexionen. Mit denen Leuten, die ich dann am meisten Kontakte sind natürlich mit Nopisch und die Leute rundherum. Ich bin am Atelier mit denen, sind dann noch an der Küche. Also entstehen Kollaborationen. Ich habe mit meinen Freier Nopisch am Atelier eine Kollaboration gemacht. Wenn ich arbeite, sind ich an meinem Atelier. Da sind ich natürlich lange. Wir waren dann mal eine kleine Pause mit oder so. Und ich weiß, mit den anderen Weisen sich gegenseitig Projekt mit Nopisch und Müller. Ich schätze da wirklich gegenseitig mal. Komm, gucken, was ich gerade mache. Und das fand ich immer flott. Der 1535 war für mich der Moment, wie ich wirklich gekommen bin, die einzige Möglichkeit, ein Atelier zu finden. Es hat mir die Possibilität gegeben, überhaupt den beruflichen Schritt dann noch mehr richtig zu machen. Weil von daheim schaffen es schon gut, mehr hier ist das wirklich mehr möglich. Dann eben, es geht immer mehr groß, können du den dritten Deal kommen, immer mehr Bereiche dabei, man muss noch drauf und du kannst Apps mit Bühnen. Ich meine, es gibt einfach immer mehr Leute, Möglichkeiten. Und für sich auch zu trauen, so Sachen zu machen. Weil die Möglichkeit da ist, ein Atelier so zu lernen und dort zu üben und eben sich wirklich zu defilieren, indem wer die möchte, dann möchte ich ihn doch. Wenn der nicht da ist, ist das ein bisschen schwer. Dafür fand ich es wirklich einfach wichtig. Das ist super cool. Das ist gut.